Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeboiger und Solmecke. Und wenn ihr mal ein Bankkonto eröffnet habt, dann müsstet ihr meistens auch so eine fette Klausel unterschreiben, im Volksmund auch Schufa-Klausel genannt. Und das führt dazu, dass immer dann, wenn ihr in Verzug mit irgendwelchen Zinsen kommt oder irgendwie Gelder nicht zurückzahlt, man einen Eintrag bei der Schufa bekommt. Solche Schufa-Klauseln, die gibt es also im alltäglichen Leben unter allen möglichen Verträgen und wie viel die Schufa dann von euch speichern darf und wie sie euch bewerten darf, das war Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof. Und der Bundesgerichtshof hat am 28. Januar 2014 dazu ein interessantes Urteil gefällt. Hintergrund war, dass diese ganzen Schufa-Einträge zu einem sogenannten Score-Wert führen. Das ist ein Wert, mit dem potenzielle Geschäftspartner von euch sehen können, wie liquide ihr seid, wie gut eure Bonität ist. Das heißt, man möchte damit für die Zukunft erraten, ob ihr Kredite zurückzahlt und ob ihr ein souveräner Geschäftspartner seid. Immer wenn man in der Zukunft was voraussagen will, dann ist das natürlich sehr schwierig und man kann es nur anhand von Werten aus der Vergangenheit machen. Und deswegen hat die Schufa einen geheimen Algorithmus, in dem sie berechnet oder mit dem sie berechnet, ob ihr in Zukunft wohl eure Kredite zurückzahlen werdet. Und eine Dame aus Hessen, die hatte oder wollte ein Auto kaufen und da sagte man ihr, nee, das ist problematisch, denn dein Score-Wert ist unter 90, der war glaube ich bei 83. 100 ist das Maximum, was man kriegen kann. 90 bis 100 ist normal. Alles unter 90 ist schon schwierig. Dann kriegt ihr keine Kredite, habt ein Problem bei der Vermietung, weil der Mieter auch immer eine Schufa-Auskunft anfordert und, und. Also und die Kredite werden auch teurer, wenn man überhaupt noch welche bekommt. Hat also einen großen Nachteil. Also sagte die Dame aus Hessen, ich möchte gerne wissen, liebe Schufa, wie hast du diesen Scorewert berechnet? Die beiden Vorinstanzen haben gesagt, nee, die Schufa muss das nicht rausgeben, das ist ihre geheime Formel. Wenn sie diese Formel rausgibt, könnte jeder die Schufa quasi nachmachen. Denn es ist eine Formel, mit der man für die Zukunft erraten kann, ob jemand zahlt oder nicht. Aber, und das wurde vom Bundesgerichtshof nochmal erörtert, es muss genau gesagt werden, welche Zutaten in dieser Formel sind. Also, was wird in so eine Formel mit reinkommen? Es wird da reinkommen, der Ort, an dem ihr wohnt, euer Name, das Geburtsdatum und, und. Und diese Zutaten, die für die Berechnung da waren, die müssen genannt werden. Warum ist das so wichtig? Nun, es ist deswegen wichtig, wenn nur eine Zutat da war, zum Beispiel euer Wohnort, dann wäre das sogenanntes verbotenes Geoscoring. Das bedeutet, dass ihr einen schlechten Scorewert bekommt, also eine schlechte Bonitätseinschätzung, allein aufgrund der Tatsache, weil ihr in einem schlechten Wohngebiet wohnt. Und sowas ist laut Gesetz verboten. Insofern, immerhin ein bisschen was können wir Positives mitnehmen aus diesem BGH-Urteil. Die Schufa muss die Zutaten offenlegen, die zu einer Bewertung des Score-Wertes geführt haben. Und wenn das nicht ausreichend Zutaten sind, dann kann man da gegen die Schufa auch vorgehen. Insgesamt ist euch nur zu raten, euch mal einen Schufa-Eintrag kommen zu lassen. Der ist nämlich kostenfrei. Jedes Jahr könnt ihr einmal bei allen Auskunfteien, das ist also Schufa, Bürgel und ich glaube Delta Vista, gibt noch andere große Kreditreformen, große Auskunfteien. Da könnt ihr jedes Mal einmal im Jahr einen kostenlosen Auskunft einholen und mal schauen, was sie über euch gespeichert haben. Und ihr könnt also explizit nach den Zutaten fragen. Das ist jetzt nochmal aus dem BGH-Urteil klar herausgekommen. Falls euch dieses Video gefallen hat, falls ihr glaubt, dass dieses Video auch den euren Freunden gefallen könnte, dann teilt es gerne in den sozialen Netzwerken oder werdet Abonnent dieses YouTube-Kanals und wir freuen uns schon gerne aufs nächste Mal. Tschüss und bis dahin.